Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es weiter mit unserem Technikon. G wie G-Lader, habe ich mir überlegt, spontan. Und da ist mir direkt eine Person eingefallen, Highlight heute, doppeltes Highlight. A, Mike, erste Hallo. Mal bei uns auf dem Channel, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ne? Ist richtig. Ich glaube schon, ne? Ja. So, haben, Kameramann nickt, okay, gut aufgepasst. Wir haben immer drüber gesprochen mit deinem Audi. Ihr kennt garantiert den blauen Pelikan, blauen S2 Avant. Richtig, ja. Eigentlich ursprünglich mal ein Viertelmeile-Auto. Mhm. Ich werde nie vergessen, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Die Story müssen wir jetzt so ein bisschen umschreiben. Ich weiß aber noch, wir hatten per Facebook eigentlich kommuniziert und wollten uns eigentlich mal treffen in Hannover zu den ganz wilden Zeiten so ungefähr. Mhm, das stimmt. So viel dazu damals. So, das ist mittlerweile über 10 Jahre her. Jetzt geht es weiter. G wie G-Lader. Irgendwann habe ich durch Zufall mal gesehen, dass du einen G-Lader auch, ich sage jetzt mal einfach Profi drin. Also du überholst die Teile, tunst die Teile? Ich mache die frisch, ja. Ich habe ein paar Jungs, die immer wieder mal kommen und was frisch gemacht haben. So, und auch wenn wir natürlich gerade liebend gerne eigentlich dieses Fahrzeug hinter dir verfilmen wollen würden, das Vorrecht lassen wir Marco, weil ihr hattet ja schon mal ein Video dazu gemacht. Ja, Teil 1. Jetzt ist er tatsächlich so, dass ich sagen würde, er könnte fahrbereit sein? Er ist fahrbereit, ja. Er ist fahrbereit? Okay, machen wir doch wir. Nein, aber wir machen heute GWG-Lader. Also, ich hatte mir irgendwann überlegt, wir machen so eine coole, extrem technische Videoreihe. Ein Buchstabe, einmal ich Technik. Davon. So, und G, lange überlegt. Weil irgendwann ist es dann wirklich so, du hast ja jeden Buchstaben nur einmal. Das heißt, man muss sich immer schon überlegen, was ich jetzt zu dem Buchstaben wirklich so mache. Mhm. Und G-Lader, geil. Weil G-Lader ist für mich ein Geräusch, was, wenn du es einmal gehört hast, niemals vergessen wirst. Ja, ist ein Wespennest. So, weil hast du schon mal G-Lader gehört? Noch nie, nein. So, das werden leider jetzt die meisten bekannter von dir ein G40 gemacht, aber das ist jetzt wahrscheinlich nicht so ein krass gemachtes Ding, wo man sofort so heftig hört, irgendwie, ne? Doch. Echt? Ja. Okay, dann könnt ihr euch schon mal drauf freuen, weil ich werde es nie vergessen. Mein erstes Vorbildauto damals, wo ich noch nicht mal Auto fahren konnte, war immer ein mehr so ein eis-silberblauer Golf 1. Ja. So, damals so typisch Audi-Türgriffe, ultra flach, Airride drin, 14 Zoll, was ja für ein Golf 1 damals schon mal groß war, die meisten hatten nur so 13 Zoll, ne? Und auch ein G60 drin. Ja. So, aber halt auch so zurechtgemacht, dass gefühlt dieser G-Lader ja im Leerlauf schon dieses Geräusch macht. Mhm. Ist so, ja. So, ne? Der macht so ein hellhöriges, es ist ja eigentlich kein hellhöriges, es ist so eine Frequenz mit drin, finde ich. Ja. Es ist so nicht so ein Turboladergeräusch, sondern irgendwie so ein. Ein surrendes, ja, es ist wie, wirklich wie ein Wespennest. Aber nicht so ein, genau, wie ein Wespennest, das kommt schon gut hin, weil es ist ja nicht so ein Surren wie vom Kompressor. Nein. Sondern es ist wirklich so ein. Ja, schwierig zu erklären. Wir können ja mal anmachen und dann vielleicht überträgt die Kamera. Wollen wir erst die Technik zeigen? Erst Technik. Echt Technik. Ja, wir finden bestimmt ein Video, was wir einblenden können, oder? Erst? Nee. Also ich würde es andersrum machen, damit die Leute genau wissen, worüber wir jetzt gerade reden. Okay, ja, dann zeigen wir kurz das Geräusch. Also wir machen kurz eine 2-sekündige Erklärung. G-Lader generell ist quasi eine Mischung aus Turbolader, eigentlich nicht, eigentlich eine Art eines Kompressors. Das heißt, es ist über einen Riemen angetrieben und drückt Luft in den Motor. Sitzt der Kollege hier unten. Da ist er. Wird über einen Riemen angetrieben, doppelter Riemen? Ist das Serie? Nee. Hier ja, beim G40 ist ein Doppelriemen Standard. Siehst du, ich dachte, wir haben einen Profi hier. Nur beim G60 haben sie halt einen PK-Riemen genommen. Mhm. Das heißt dann schon so einen flachen, breiten Riemen? Genau. Soll ich mal? Ja, ja? Reiß mal in die Bude. Alleine so, dass der durch den Ventildeckel durchdrückt. Ne? Jeder, der einen Turbomotor baut, weiß immer nicht, wo das Druckrohr lang und VW hat es einfach. Ja, es ist ja nur der Bypass. Ja. Ich mach an, ja? Ja, ja, reiß mal an der Dinge. Ich bin gespannt, ob man das hört. Es ist so ein. Weißt du, es ist weder so ein Fiepen, ja, es ist halt so eine Resonanz auch drin, ne? Das hört sich so passig an. Ja, ja. So, aber es ist schon ein.
Damals war ja das Maß der Dinge war ja immer 16 VG 60. Ja. So, ne? Was ja ursprünglich VW Motorsport, glaube ich, irgendwie mal gebaut hat. Mhm, soweit ich weiß, ja. Das war ja immer Maß der Dinge. Und wenn dann da halt so ein ultra, ultra kleines Laderad drauf ist, ne? Mhm. Dann ist das ja gefühlt Leerlauf schon, dass du immer denkst. Ja, das kann ich mit einem Bypass dann hier nochmal zeigen, warum das auch so ist. Ansonsten ist die Technik eigentlich toll, verschrien als schlecht und kaputt. Aber Ansprechverhalten ist natürlich brutal. Also, wir fangen mal ganz unten an. Riemen treibt den eigentlichen G-Lader an. Ja. Ohne jetzt zu sehr auf die Technik einzugehen, G-Lader erzeugt Luft, drückt die Luft in dem Fall durch einen Ladeluftkühler. Richtig. Hatte G40 immer Ladeluftkühler? Ja. Und dann ganz normal wie bei einem Turbo in der Drosselklappe. Richtig. Jetzt gibt es aber noch einen Bypass. Ja, wichtigste überhaupt, weil der G-Lader extrem viel Luftmasse schon erzeugt bei niedrigen Drehzahlen, muss natürlich der Bypass öffnen, sonst hättest du schon wirklich bei geringsten Drehzahlen schon zu viel Ladedruck, wo der Motor nichts mit anfangen kann. Das heißt, desto mehr Gas du gibst, desto weiter schließt sich der Bypass. Ah, und irgendwann, verstehe. Bei Vollgas, geht der Bypass ganz zu sogar. Ja? Mhm. Und dann hast du maximal Ladedruck. Diese kann ich noch richtig was lernen hier. Das heißt, auch mal eben hier eine andere Drosselklappe und so drauf bauen ist auch nicht. Doch. Ja, okay. Könnte man theoretisch einen G-Lader kombinieren mit so einem Pop-Off, dass man da zusätzlich noch gab es Jungs, die das hier noch so abgemacht haben, aber das ist in meinen Augen kontraproduktiv. Das macht zwar Lärm dann, aber der eigentliche Bypass ist damit hin. Also in der Serie haben wir es auf jeden Fall folgendermaßen, dadurch, dass der Lader immer an die Motordrehzahl gekoppelt ist, schiebt er immer die Luft raus und jetzt in Zuständen wie im Leerlauf hat man quasi eine Bypassklappe, die es quasi dann in dem Moment ableitet. Ne? Richtig. So, wobei ich überlege jetzt gerade, aber wo geht es denn dann hin mit der Bypass-Kappe? Wieder in den G-Lader rein. Mhm. Ne? Das hier ist auf. Ah, das okay. Heißt, selbst wenn er damit nichts anfangen könnte, wäre das kein Problem, weil das hier auf ist. Okay, verstehe. Also er saugt quasi das unter anderem mit wieder an. Natürlich dann nicht mehr, wenn die zu ist, dann nur noch hierüber logischerweise, weil dann ist der deaktiviert. Jetzt habe ich es verstanden. Dann saugt er nur noch, was natürlich nicht so toll ist, aber nur noch die Kohlegehäuseentlüftung an. Ich habe gerade falsch gedacht. Ich dachte, er drückt hier in die Richtung auch Luft. Nee, es ist so, die Luft kommt durch den Kühler hier rein und die Klappe ist im Leerlauf auf und er drückt die Luft wirklich wieder zurück. Richtig. Das heißt, er pustet eigentlich die ganze Zeit im Leerlauf. Ja, wenn man es so will, ja. Mhm. Okay. So, und jetzt gucken wir uns das Ganze nämlich mal mechanisch an. Und das ist nämlich das Interessante. Ist übrigens für mich auch Highlight? Nein. Doch. Ach. Nein, doch. Noch nie einen G-Lader zerlegt in der Hand gehabt. Ja, ich bestimmt auf der Messe irgendwo mal liegen sehen, ne? Ja. Aber noch nie so in der Hand gehabt. Ich habe das nicht das allerschönste Exemplar, aber... Das macht ja nichts. Also vom Grundsatz her muss man erstmal vorsichtig immer damit umgehen, ja? Weil diese... Ja, nichts anfassen, okay, ich fahre wieder. Nein, aber gerade diese... da wo die Dichtleisten reinkommen, diese Bereiche sind extrem empfindlich. Also die brechen oder biegen schnell ein. Das hier ist übrigens ein Zubehörverdränger. Habe ich jetzt auch noch nicht so in der Hand gehabt. Aber sieht so nach Billet aus, ne? Also ist Billet, ne? Ist, ja. Gibt verschiedene Firmen, die jetzt nachproduzieren, ne? Weil die alten Sachen natürlich jetzt auch nicht mehr oder besser werden. Und wenn du das so zusammensteckst, dann hast du auf jeden Fall schon mal die beiden Hälften. So, erstmal nur, dass wir den Leuten mal einmal grob... Das ist ein 60er-Lader, ne? Das heißt G60. Ja, deutlich breiter. Mhm. 60, gut, die meisten wissen das, aber 60 halt... Ja, ich hätte es nicht gewusst. Weil dieses Maß halt 60 ist, ne? Deswegen bin ich auch heute hier. Ist auch zweiter Highlight, ich glaube, wir waren beim ersten Highlight stehen geblieben. Das erste Highlight ist, dass Mike dabei ist. Das zweite Mal, dass wir in einem Technikon-Video mal einen externen haben. Ach so, weil sowas, sonst immer zu Hause. Ja. Sonst mache ich immer einfach allein, aber das ist definitiv eine Thematik, noch nie in Hand gehabt. Und ich sage immer, wenn ich selber auch was lerne, dann wird es ein gutes Video. Dann ich versuche so gut wie möglich zu informieren. Ich mache vielleicht nicht immer alles richtig oder sage immer alles richtig, aber vom Grundkonzept her weiß ich schon, wo es drum geht. Aber du bist ja schon eigentlich eher mehr der Zurückhaltende und wenn du dann was sagst, hat es auch an den Fuß. Also ich denke mal schon, dass ich fast in den Fuß rauskommen. Okay, also ich habe gerade gelernt, G60, 60 mm, das heißt G40, 40 mm. Richtig. Okay. Ja, so, gut. So einfach ist das. Aber ich glaube, ich habe auch gesehen, es gibt mittlerweile sogar G65 und so weiter. Ne? Das sind dann, richtig, das die fräsen die Gehäuse auf nochmal um 2,5 mm links und rechts, ne? Und machen den Verdränger höher und dementsprechend hast du dann nochmal einen größeren
Ja, wohl größeren Volumenstrom, den man dann dementsprechend auch effizienter wohl nutzen kann. Mhm. Ich habe sowas noch nicht in der Hand gehabt. Ich mache eigentlich hauptsächlich immer Originale und frisiere die so ein bisschen an. Ja? Ansonsten, da kann man schon viel machen mit dem Originalteil. Ja, anfrisieren, das klingt gut, da kommen wir gleich auf jeden Fall drauf. Gibt es dieses Prinzip noch von einer anderen Firma, oder hat das nur VW gemacht? Nur VW, ne? Und soweit ich weiß, hat auch VW, weil keiner das wohl bauen konnte, damals eigene Maschinen hergestellt, die diese G-Lade überhaupt produziert. Gab es also auch nicht lange, ne? Das war eigentlich nur Golf, Corrado. Ah doch, ich finde schon lange. Ich glaube, die ersten G40 waren so, ich bin mir jetzt nicht sicher, 87 bis 95 kommt hin, ne? Und so, prinzipiell gesagt, hier steckt eine Welle drin. Diese. Richtig. Die wird angetrieben. Ja. Über dieses Rad. Das ist halt so das typische G60-Laderad. Ich überlege Laderad, so hieß es bei eBay früher, Mann. Ja. In allen Größen. Das war auch die erste Tuning-Variante, war einfach immer das Rad kleiner machen, dass die Welle mehr dreht. Ja. Ja, was natürlich nicht immer grundsätzlich im Vorteil. Wir können hier mal gucken, was es ist. Ich hoffe, ich vermisse mich jetzt nicht. 66er Laderad müsste das sein. Mhm. Ja. Das ist schon sportlich für ein 60er Lader. Mhm. Also ist schon ein kleines Rad. Das ist schon verdammt klein, ja. So, und jetzt müssen wir überhaupt erstmal das Prinzip erklären, was hier los ist. Das ist eigentlich relativ schön und relativ einfach. Der Verdränger sitzt hier drin. Und diese Welle laufen quasi in der gleichen Geschwindigkeit. Sprich, er macht, weil wenn du nur eine Seite antreiben würdest, würde der ja hier so unkontrolliert gegenschlagen. Und diese Geschichte macht diese exzentrische Bewegung gleichmäßig. Mhm. Kannst du dir das vorstellen? Mhm. Also das heißt, die Welle hier und die machen beide gleichzeitig die gleiche exzentrische Bewegung. Die Übersetzung ist mit... wo habe ich die Ritze? Die habe ich jetzt gerade nicht hier. Genau, über diesen Riemen läuft das. Ist die Übersetzung dann so, dass die in gleicher Geschwindigkeit laufen. Aber das heißt ja, wenn der Riemen kaputt geht, ist ja richtig Baustelle, ne? Ja, dann reißt hier meistens das Wackelauge. da ist halt immer so. Das heißt ja, in dem Fall macht der weiter und hier steht. Ja, das reißt dann einfach mal grandios ab und dann war es das. Okay, so. Und jetzt prinzipiell, wie kommt hier überhaupt Luft rein und raus? Das ist im Prinzip, saugt er hier an, ne, über diese beiden Hälften. Mhm. Und die Luft geht hier rein und wird ja über den Verdränger nach hinten geschoben. Mhm. Ja, also das wird also ins Innere hineingeschoben und kommt dann hier raus. Hier ist die sogenannte Auslasshälfte, wo dann der Boost dann rauskommt. Was schon mal witzig ist, weil... tendenziell, optisch hätte man eher so gesagt, so mit dem Kreuz und so, dass das hier wahrscheinlich eher Einlass ist. Und genau, denkt man. Raus, ne? Ja, denkt man. Ist so, aber genau umgekehrt. So wie bei Ölpumpen und so weiter ist es ja auch so. Ja, nee, es ist genau andersrum. Also okay. Er saugt hier vorne an und schiebt es, verdrängt es quasi hier in der Mitte und schiebt es dann hier raus. Und jetzt muss man dazu sagen, bei jeglicher Luft, die man irgendwie bewegt, das hat ja immer was mit der Fläche zu tun, wie man die Luft schiebt. Und wenn man sich jetzt überlegt, wie viel Fläche dieses ganze Teil eigentlich hat, ist das wirklich schon nicht zu unterschätzen. Weil das Ding, übertrieben gesagt, durch das Exzentrische drückt das ja schon eigentlich so die Luft immer weiter in der Schnecke. Vor allem darf man nicht vergessen, hier sind die sogenannten Dichtleisten drin und das Maß zwischen Verdränger, also die Enge zwischen Verdränger und den Hälften ist halt entscheidend. Ja, ne? Und desto enger die Maßhaltigkeit ist, desto effizienter funktioniert natürlich der Lader. Ne? Das heißt, kleinste Partikel, die hier angesaugt werden, werden gnadenlos plattgedrückt. Ja. Und deswegen, hier war zum Beispiel so ein Fett drin, was ich so nicht mehr empfehle. Und dieses Fett, du saugst halt quasi die Fremdkörper an, die gehen nicht weiter. Ne? Die bleiben daran hängen. So, vor allem das Ganze ist jetzt von der Fläche her auch theoretisch sogar doppelt. Also es ist nicht eine umlaufende Schnecke, sondern gegenüber nochmal und das auch noch links, rechts. Das heißt eigentlich, wenn man das abwickeln würde, ist das eine ganz schöne Schaufel, die sich bewegt. Ne? Ja, das ist es. Aber gut, beim 1800er natürlich schon auch nötig, ne? Um den auch dementsprechend effizient zu machen. Ja, ja. Krass. Okay, und das ist jetzt hier Stage 1 so ungefähr, was es heutzutage mittlerweile kommt. Wieso nicht hinlegen? Ist gefährlich? Ja, weil wenn er umfällt, dann lieber vorsichtig so hinlegen, als dass er umfällt. Und dann hier einmal, dann war es das. Das knickt so um. Gibt es diesen G-Lader bei VW noch zu kaufen? Classic Parts, ich meine sowohl 40er und 60er Lader, ja.
kosten aber auch irgendwie zwischen 2.000 und 4.000 Euro halt. Ne? Ich weiß ja noch, wann war so, die Höchstzeit von so einem G-Lader, müsste so Ende der 90er gewesen sein. Ne? So Ende der 90er, Anfang 2000, das war da, wo gefühlt an jeder Ecke ist so eine Bude auf einmal gab, die diese G-Lader-Überholung und ja, so weiter gemacht hat. Gibt es auch heute noch, aber ist natürlich weniger geworden. Mhm. Ne? Obwohl und ich wieder sage, durch die Youngtimer, Oldtimer schon wieder mehr. Ja? Und man darf auch nicht vergessen, das war tatsächlich damals auch ein beliebtes Viertelmeile-Auto. Ich weiß also diese Frontantriebsszene. Einser viel. Genau. Einser, keine Ahnung, so ein Auto wird am Ende wahrscheinlich 700 Kilo gewogen haben, so in dem Dreh. Ne? Originaler G60-Lader, was war da drin? Was war da möglich? Was hat man damals immer so gesagt an Leistung? 1800er, 8-Ventiler, würde ich sagen, realistisch 300 PS. Ja, realistisch. Aber dann ist auch Ende, ja. Aber guck mal, überleg mal, wenn du auf einen 1800er 2-Ventiler, also 1,8 Liter, wenn du da 300 PS mit Turbolader schaffen willst, ist das auch schon ein ganz schöner Lader, ne? Ja. Das ist dann nicht aber mehr wir so Mini K03. Ja, wir sprechen aber dann hier schon von All-In, ja? Also G-Lader-Haltbarkeit nicht mehr jetzt so. Mit Höchstdrehzahl im Leerlauf quasi schon. Ja. Mhm. Und weiter, jetzt hatte ich dich unterbrochen, auf dem 8-Ventiler und auf dem 16V wahrscheinlich Tucken mehr, ne? Ja. Ja. Nachteil da aber wiederum, das Schluckvolumen von dem Motor als Mehrventiler ist so hoch, dass du eigentlich einen zweiten einbauen musst, ja? Was auch schon Jungs gemacht haben, aber irgendwann kippt das alles. Du hast halt so viel Antriebsenergie, krass, die du aufbringen musst, um zwei Geler und eine Lichtmaschine und vielleicht noch eine Servopumpe anzutreiben, dass es dann nicht mehr so sinnvoll ist. Parallel oder in Reihe dann? In Reihe. Die haben sie in Reihe, also der eine bläst den anderen rein. Soweit ich weiß, ja. Also ich habe schon ein paar Projekte gesehen, die sahen spannend aus. Das muss natürlich auch richtig laut gewesen sein. Ne? Aber ich habe einen Bekannten, der einen 16 VG 60 All-In gemacht. Dann ging die Lader aber so durch. Ja, dann hast du halt einen Peak und dann fällt das wieder ab. Er ist halt einfach am Volumenende. Ne? Ja. Was kommt bei so einem 1800er Motor da ungefähr deiner Ladedruck raus? Also ich würde sagen, bekannter ist so 1,7, 1,6, 65 gefahren. Ich bin auf so einem mit einem 60er 1,95 und 1,75 abfallend gefahren. Das ist auch schon richtig gut gegangen. Ja, vor allem, wenn man sich überlegt, knapp 2 Bar, ne? Das war schön. So, weil 2 Bar ist ja auch beim Turbomotor immer so die Grenze, wo, also bis 2 Bar funktioniert sowas immer gut, so, ne? Aber ab 2 Bar ist dann ja schon so, dass es sportlich wird. Macht er zum Glück nur 1,95. Fürs Gewissen. Die Anzeige ging nur bis 2 Bar. Nee. Also das okay. Konnte er nicht. Also wir haben eigentlich einen Riemen angetriebenen, eigentlich ist es ja kein Kompressor, ne? Wie hast du es genannt? Ein Verdränger. Ja, ist ein Verdrängerprinzip. Ne? Ja. Und so, jetzt der letzte Punkt ist dann, hier kommen dann diese Dichtlippen rein. Jetzt schon der letzte Punkt. Also praktisch. Warte, Dichtleisten. Also hier gibt es nochmal Unterschiede. Vielleicht deswegen habe ich die hier noch geholt. In der Qualität gibt es hier auch nochmal so Zubehörleisten. Diese grauen, deutlich günstiger. Originalzubehör. Ja, Sintimit. Kann ich auch eigentlich keinem empfehlen. Funktionieren zwar auch, sind aber meistens zu eng, weil diese Leisten sich ja bewegen müssen. Ne? Und der Verschleiß ist relativ hoch. Und sie sind so hart, dass die, ich sag mal, Fremdkörper direkt auch gnadenlos einarbeiten. Das ist bei den Sintimit-Leisten noch mal ein bisschen anders. Aber die gibt es original zu kaufen? Gibt es noch, ja. Ah, also es gab von VW theoretisch schon eine Art Repsatz für diesen G-Lader. Ich weiß jetzt nicht, ob VW direkt anbietet, aber es sind auf jeden Fall Originalleisten, die auch da reingehören, die ich auch empfehle. Kosten übrigens, ist, ich glaube, das Dreifache mehr. Oder so am Rande. Jetzt kurz, warum sind die Leisten so wichtig? Weil theoretisch würde man diesen Lader ohne die Leisten zusammenbauen, würde da eigentlich fast gar nichts passieren. Da würden wahrscheinlich 0,1 Bar rauskommen und das war's. Ja, zumal würden ja auch die... Das ist ja im Prinzip nicht fest, das System. Ne? Der Verdränger sitzt ja im Prinzip schwimmend, in Anführungszeichen, schwimmt da drin. Du würdest ja links und rechts zerstören. Ne? Das heißt, man dichtet sowohl die beiden, ich sag jetzt mal, Gehäusehälften miteinander ab, hier auf der Fläche. Ne? Richtig, das ist eigentlich sowohl Führung als auch Dichtung. Mhm. So kann man sich das vorstellen. Hier gibt es noch ein kleines Update, was die hier gemacht haben, damit die Leisten gut rauskommen, gibt es hier diese sogenannten Federleisten, die kommen noch da rein, damit die auch hochkommt und einen Andruck machen. Tuning gibt es natürlich noch. Tuning. Hier natürlich auch nochmal Dicht, also Federleisten unter die Dichtleisten, dann hast du also nochmal eine doppelte Abdichtung. Aber der Originalverdränger, die Abdichtung hier auch schon? Außen, umlaufend auch. Sowieso, also, ja. Du hast sowohl Federleisten
beziehungsweise Fehlerleisten hier und Dichtleisten und hier eigentlich original nur. Nee, du musst schon dann dran denken und dann muss auch richtig rum sein. Ich glaube, dass ja so. Und dann muss ich auch noch extra vorsichtig sein, hier, dass hier auf gar keinen Fall irgendwas. Aber hier sieht man das schön. Da sieht man dann theoretisch, wie die Leiste da drauf läuft. Ja. So, und jetzt werden viele auch so ein bisschen denken, das Ding dreht sich nicht komplett. Also es macht wirklich nur diese Bewegung. Nur diese Bewegung. Ja. Das ist auch das, was so dann dieses Geräusch am Ende macht. Ne? Aber man kann sich eigentlich immer so krass, eigentlich kann man sich so gar nicht vorstellen. Da sieht man mal einfach, wie schnell diese Bewegung da drin sein muss, ne? Damit da am Ende so viel Luft rauskommt, dass da fast 2 Bar reingedrückt werden. Ne? Das ist Wahnsinn. Wirklich. So, ne? Das muss ja wirklich... Es funktioniert und es ist wirklich so fix, aber es geht. Ich weiß jetzt nicht die Geschwindigkeitsgrenze, aber ich glaube so 10.000, 12.000, da muss man schon sich Gedanken machen. Wie groß ist das Rad unten auf der Kurbelwelle dazu ungefähr? Ist das eher kleiner oder größer? Nee, größer. Größer. Boah. Das heißt, das Ding dreht schneller als Motordrehzahl sogar. Deutlich schneller als Motordrehzahl, ja, ne? Sonst würde es ja, glaube ich, auch den Volumenstrom nicht hinkriegen. Krass, das heißt, so ein Ding macht am Ende wirklich, ich sag jetzt mal einfach aus dem Bauch raus, irgendwie so 10.000, 15.000 Umdrehungen, ne? Aber das ist natürlich auch für diese Leisten natürlich brutal, ne? Weil da ist keine, die laufen trocken. Also ursprünglich noch, ja, du hast ja den Nebel von der Kurbelgehäuseentlüftung, der ja nicht grundlos da auch durchläuft. Natürlich nicht nur wegen der ganzen Umwelt und den Bäumen, sondern auch... ich sag mal, eine Art Schmierwirkung hat. Ne? Mhm. Also ich setze die Gelader trotzdem immer mit benetztem Öl ein, ja, also am liebsten 2060, damit die erstmal zumindest schon mal, ich sag mal, nicht trocken laufen und nicht direkt verschleißen. Ne? Weil Verschleiß, die werden natürlich irgendwann immer dünner und verlieren an Effizienz. Ach so, übrigens, ursprünglicher Verdränger, Magnesium, immer. Ne, wegen Gewicht auch. Die Hälften, soweit ich weiß, auf jeden Fall immer aus Aluminium und das normalerweise Magnesium. Was das hier bei dem Tuning-Teil ist, weiß ich nicht. Da müsste man mal eine Materialanalyse machen. Ich befürchte aber, es ist kein Magnesium. Ja, wahrscheinlich normales Aluminium. Weil es fühlt sich sehr schwer an. Die haben das natürlich wegen der Masse gemacht. Die Löcher sind aber original. Nee, das ist auch Tuning. Das werden die gemacht haben, um das Ding irgendwie leichter zu kriegen. Krass. Okay. Und dann natürlich auch das typische klassische. Ja, gibt es halt diese Überströmer, die kann man noch bearbeiten, ja, um das alles ein bisschen runder zu machen. Und das ist hier so diese klassische RS-Bearbeitung. Ja. Normalerweise sind ja mehrere Stege da drin. Bin ich kein Fan von, habe ich auch nicht gemacht. Hier läuft das Öl durch, ne? Also der ist ja auch noch mal dünner, theoretisch, der Steg. Mhm. Und normalerweise hast du hier und hier natürlich auch noch mal welche. Also lieber die anspitzen und eine Gleichmäßigkeit haben, als die komplett zu entfernen. Und halt eigentlich die spitz machen, ja, und nach hinten hin wieder stabiler lassen, hätte ich effizienter gefunden, als die Klötze drin zu lassen. Und dann, definitiv. Ne. Aber gut, so hat jeder so seine Bearbeitung, jeder macht es halt anders, ist ja auch in Ordnung. Vor allem, wenn ich jetzt richtig aufgepasst habe, vorhin drückt der hier die Luft raus. Richtig. So, das heißt, es würde ja, wenn dann eher mehr Sinn machen von der Seite, das aber kommt natürlich schwer rein, ne? Nee, das geht schon, aber es hätte mehr Sinn gemacht und man darf auch nicht vergessen, das ist ja auch noch die Lagerung. Ne? Ja. Also die Lagerung sitzt ja auch noch hier, das heißt, er hat ja auch noch eine, noch eine Bewegung, die er auffangen muss. Und dieses Ausgleichgewicht sitzt theoretisch? Du hast ja hier noch eins. Ah, also cool. Sprich, das im Paket fängt das dann nochmal auf, sonst wird es natürlich extrem rattern. Ja. Wie ist das so? Ich bin das ja mal gefahren, weil Gelader Schrott, nur Welle rein und das Öl durchlaufen lassen. Und dann hatte ich ja kein Gelader da. Was meinst du, da kannst du nur 1500, 2000 fahren. Das weil diese Gegenmasse fehlt. Ja, genau. Ne? Wie ist das so ein zusammengebauter Gelader? Der wird sich auch gar nicht so einfach drehen lassen, ne? Doch, eigentlich schon. Also außer du machst Fett rein. Machst du Fett rein, dann will er sich eigentlich erstmal gar nicht drehen. Ja. Fett macht es halt noch dichter, wirklich. Aber ich kann das echt nicht empfehlen. So, und jetzt müssen wir noch einmal überlegen, die besagten Überströmer. Okay, also das wird wahrscheinlich auch mehr eine Ansaugung sein. Ja. Das heißt, wenn er hier so reinkommt, dass er gegenläufig auch hier ansaugen kann. Ne? Hier auch nochmal massiv bearbeitet. Bin ich aber ehrlich, mache ich eigentlich eher selten. Ja? Also was richtig was bringt, ist in meinen Augen den Auslass vernünftig bearbeiten. Und was wir jetzt hier nicht so zeigen können, das ist alles viel kleiner. Ne? Das ist ab Werk natürlich jetzt viel größer. Das kann man dann beim Originalverdränger natürlich auch noch viel größer machen. Ne?
Also gehen schon ein paar Stunden rein bis so ein Ding. Ja, das ist schon ein bisschen Handwerk, Handarbeit. Aber 300 PS ist natürlich auch... Ja, das haben aber ganz wenige geschafft. Angenommen, wir reizen so ein Ding wirklich bis Exitus aus. Also mich würde es ja eigentlich sogar mal reizen, so ein Ding mal zu bauen. Ja, ich... Ich hätte zwar kein Auto für, aber, aber nur fürs Geräusch. Ich würde es nur fürs Geräusch machen. Okay, ja, müsste dann zwei her natürlich. Angenommen, man macht wirklich so einen Step, gib ihm 300 PS, maximal kleines Rad. Mhm. Wie lange hält sowas? Er kommt auf die Fahrweise auch an. Beim sportlichen Fahrer? Ja, der sportliche Fahrer dreht hoch. Ne? Mhm. Ja, das ist halt vom Verdränger abhängig. Das Problem sind ja diese Bewegungen. Mhm. Ja? Mhm. Und wenn du einen gebrauchten Verdränger hast, hat er schon einige Bewegungen hinter sich. Und der 60er, aufgrund der Breite, ist natürlich viel vom Hebel her noch viel empfindlicher, was diese Bewegung und die Rissbildung hier angeht. Ach, die reißen richtig, okay. Ne? Ja, die, irgendwann brechen die einfach ab. Sauberer Bruch hier und dann rappelt das und dann ist kein Boost mehr da. Ja, ja. Dann zerlegt sich das da drin, läuft zwar weiter, habe ich auch schon ein paar Mal gehabt. Ne? Und das ist halt der große Nachteil. Eigentlich, wenn du ein Problem hast, reißt es halt hier ab oder hier. Ja, und deswegen kann ich dir eine Zeit nicht sagen. Dafür sind wir 25 Jahre zu weit weg. Also wenn er jetzt frisch wäre. Aber, ja. Aber so, dass du halt sagen würdest, da kann ich schon mal eine Saison mit durchfahren, 5000 Kilometer oder so? Oder eher so wie so ein 3-Bar-Motor, kann bei jedem mal Gas geben, das letzte Mal sind? Ja, sobald du die Last voll machst, ist hier die maximale Belastung drauf. Ja, ja. Und daran musst du immer denken. Mhm. Ne? Eine Frage habe ich auf jeden Fall noch. Ja, da bin ich mal gespannt. Wie sieht so eine Leistungskurve von so einem Auto aus? Ja, kommt immer darauf an, wie weit du rauskitzelst. Die sieht eigentlich gut aus, weil es schon extrem früh kommt. Das ist natürlich auch... Also macht der linear auf Drehzahl auch immer mehr Luftmasse? Oder ist das irgendwann so, dass er so einen Peak macht und dann halt nur noch, ich sag jetzt mal, heiße Luft rauskommt? Oder so? Ja, weil irgendwann gerade bei einem 40er mit einem 60er Lader, also G40 umgebaut auf G60 Lader, da geht es natürlich nochmal anders ab. Ne? Ja, ja. Da fängst du das auf, weil der Hubraum recht gering ist. Mhm. Aber bei einem 1800er wird das schon schwer. Mhm. Und Nockenwelle natürlich ein Thema. Ne? Ja, ja. Was wählst du an Nockenwelle? Wie machst du die Verdichtung und so? Und wenn du natürlich eine Nocke machst mit großer Bearbeitung am Kopf und großen Ventilen, dann schwindet die Effizienz, egal wie klein du das machst, das kippt halt einfach irgendwann. Mhm. Du kriegst es halt einfach nicht heftiger hin. Aber ich sag mal so, das schiebt dann schon, wirklich. Das heißt, war aber schon so, dass das mehr so ein Motor ist, der so, ich sag jetzt mal, im mittleren Drehzahlbereich. Nee, du kriegst es schon nach oben hin verlagert, ja. Das funktioniert auch gut. Nur, es ist halt natürlich nach ganz... Muss passen. Ja, genau. Du musst es, ja, das Konzept muss halt einfach wirklich gut durchdacht sein. Wie ist das mit der Temperatur? Was kommt da so raus? Ist das auch ähnlich wie beim Turbolader, dass da irgendwie so 150 Grad rauskommt? Das Schlimme ist, es ist schlimmer. Schlimmer sogar noch? Nee, nicht die Temperatur an sich. Mhm. Das Volumen schiebt so die ganze Zeit ja immer da durch. Mhm. Das heißt, auch es kommt immer heiße Luft durch den Ladeluftkühler. Das heißt, wenn du mit dem Ding nur rumrollst, ist der Kühler schon so heiß, als wenn du Endlast machst. Ja, stimmt. Würdest, ne? Liegt halt einfach daran, dass der Riemen dauerhaft dran ist. Das heißt, selbst im Leerlauf, wo ein Turbolader fast gar nichts macht, schiebt hier halt schon die ganze Zeit die Luft durch. Ne? Das Kaltfahren ist schwierig. Also das geht eigentlich nur auf der Bahn, auf Lockerfahren. Dass man hier einen Freilauf oder so, gab es sowas? Nee, kenn ich nicht. Aber eine Kupplung wäre eine Alternative, könnte man vielleicht machen. Geil, aber ich kenne keinen, der das... Ja, ja. Geil wäre hier von der Klima so eine Kupplung, weißt du? Ja, klar. So, dass du von der Klimakupplung auf zumachen kannst, dass du im Leerlauf den einfach so... Theoretisch müsste das gehen, habe aber noch keinen gesehen, der das gemacht hat. Ja, so ein BG60, das wäre nochmal... Jetzt hast du wieder was einen rausgehauen. Aber wer auf jeden Fall... Der dann 3-Bar macht. Nee, das genau, irgendwann wird halt einfach Peng machen. Ne? Mhm. Okay, letzter Punkt, Revision. Du hast ja so ein paar Teile zurechtgelegt. Klar, der kleine Riemen logischerweise, die ganzen Dichtlippen. Das ist ja jetzt schon großer. Ne? Also die sind normalerweise deutlich schmaler. Ah, das ist jetzt schon Tuning. Ne? Also einen breiten Riemen nehmen, immer. Sicher ist sicher. Dann... gibt es hier noch so ein paar Sachen, die ein Problem sind. Das ist sogenannte Schleuderring, der außen sitzt, wo das Laderad im Laderad sitzt. Der kriegt halt irgendwann hier eine Nut und dann hast du halt ein Auslaufen auch. Bei einer Revision oftmals schlimm. Ist dicht gewesen. Also ach so, das ist quasi nur die Verbindung von Gehäuse zur Welle. Richtig, aber du darfst nicht vergessen, hier läuft ja trotzdem das Öl durch die Welle auch durch und durch den G-Lader. Das ist schon mal ein Thema. Da habe ich mal so ein Upgrade gemacht, Übermaß, ne? Da ist ja auch ein bisschen Spacker hier drin sitzt. Ja, ja, ja. Und dann sollten natürlich die ganzen
Das heißt, die hast du selber gefertigt? Mhm. Die ganzen Simmerringe, Simmerringe dürfen wir nicht sagen. Wie heißt das nochmal? Wellendichtringe, so war das. Ich sage auch immer Simmerringe. Ja, weil Simmeringe ist ja ein Hersteller. Die müssen natürlich auch. Ja, das, da habe ich schon oft mal einen. Doppelt gelernt hier. Mhm. Und die müssen natürlich auch in der richtigen Position sein. Machst du sie zu tief, hast du das Problem, dass die Bohrung verschlossen wird und dann der Gelader nicht versorgt. Das sind so ein paar Sachen. Mhm. Und letzter Punkt ist Revision. Dieses Lager immer neu machen. Ja, also wirklich, das ist mit das Wichtigste. Und dann halt natürlich diese Wellendichtringe. Das heißt, das ist einfach die Stelle, wo der Exzenter eigentlich drauf läuft. Richtig. Das heißt, da läuft der ganze Verdränger. Hier, genau hier läuft er drauf. Okay, das heißt, der hat, wenn man so jetzt drauf guckt, ist das auch schon nicht wenig Hub. Der macht schon einen schönen Hub, ja. So, also das ist quasi dann der Hub, der in der Drehbewegung den Verdränger in eine Richtung drückt. Und was sind das, 10 mm, ne? 10, 12 mm? Ja. Können wir messen. Das ist schon nicht. Ist schon nicht ohne. Das ist schon gut. Mhm. Ja, was halt natürlich bei hoher Drehzahl auch ein Problem ist, dass die schon mal rausfallen. Ne? Und dann hast du auf einmal so eine dicke Wolke hinter dir, weil dann schiebt das Öl halt einfach in die Gelader rein. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Das sind hier irgendwelche Wellen, die ich dringe aus mit einem Metallkäfig. Sieht jetzt erstmal nicht so schlecht aus. Die werden auch mit Sicherheit stabiler drin sitzen. Ich habe aber dann nochmal so ein Update gemacht. Entweder Rillen da rein, macht ein Bekannter von mir, oder eine Nut rein, da kannst du nämlich einen Sägering davor machen. Mhm. Sägering darf man auch nicht sagen, ist auch nicht schön, aber du weißt, was ich meine. Ja, wir dürfen das halt zum Glück. Du weißt, was ich meine. Ja. Dann ist das Rausfallen auch damit gestoppt. Mhm. Ja, das ist der Gelader. Wie viel Platz ist hier zwischen? Das interessiert mich jetzt gerade mal. Ja, das ist wirklich. Da ist nicht viel. Also der drückt das Ding wirklich gefühlt von Wand zu Wand. Ne? Ja, ist so. Deswegen haben die sich, glaube ich, damals auch so schwer getan, einen Hersteller zu finden, die alle gesagt haben, das können wir nicht. Ich meine, machen uns nichts vor, in den 80ern zu sagen, machst du das hier mit hier mal eben. Deswegen waren die gezwungen, selber heute was. Heute würden sie 3D-Druckmaschine anschmeißen, Drucker anschmeißen, ne? Würden da wahrscheinlich noch Kanäle rein drucken, wo dann das Wasser noch zum Kühlen durchfließt und so weiter. Ne? Aber damals. Möglichkeiten sind jetzt natürlich ohne Ende. Ne? Aber ich fand es toll, gewagt und. Sehr effizient. Also G60 nie so mein richtiger Favorite gewesen, 40er eher. Aber ich war auch, also mich hat es in den Jahren auch wirklich null gejuckt. So, da war eher noch so Doppelwebervergaser. Gut, da warst du ja noch weiter zurück. So, also irgendwas ohne Ladung gab es. Ja, das gab es für mich nie. Da war wirklich, da war es dann einfach egal, ob du 160, 200 oder 300 PS hattest. So die Zeiten waren das noch eher so. Ne? Aber das Geräusch hiervon hat man immer sofort gehört, wenn so ein Auto auf der Tanke drauf gefahren ist. Man hört es einfach. Ja, geil. So, besser hätte ich es alleine auf jeden Fall auf gar keinen Fall erklären können. Deswegen vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Dass wir hier sein dürften. Am allerliebsten würde ich euch jetzt natürlich dieses Schmuckstück von Uno Tore zeigen, weil Mike ist nämlich auch so ein kleiner, detailverliebter Perfektionist. Jetzt gucken wir uns jetzt aber mal alleine an, weil da wird es bei Marco auf dem Channel noch ein Teil 2 zu geben. Da gehe ich von aus. Und ihr kommt uns auch bald in Hannover besuchen. Mal gucken, was wir dann so filmen können. Ja, gerne. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.